Hallo und willkommen zum Stadtgespräch Böblingen hier aus der Motorworld und herzlich willkommen auch Dr. Stefan Belz, ich darf es noch sagen, neuer Oberbürgermeister der Stadt Böblingen und seit Frühjahr, ich glaube seit April im Amt nach einem fulminanten Wahlsieg etwas früher im Jahr. Herr Dr. Belz, sind Sie gut angekommen in Böblingen, was so die Strukturen angeht, in der Verwaltung, die Mitarbeiterschaft und so weiter? Weil Sie sind ja, wenn man es genau nimmt, Quereinsteiger aus der Konstellation raus, vorher Doktoringenieur der Raumfahrttechnik gewesen zu sein. Ja, das ist richtig. Erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Und die Frage kann ich auch eindeutig mit Ja beantworten. Ich bin jetzt seit über einem halben Jahr im Rathaus und in der Bürgerschaft unterwegs. Und es war natürlich auch sehr viel Neues. Wichtig war, die Menschen kennenzulernen im Rathaus, weil das sind natürlich auch die Menschen, die ich brauche, um die ganzen Ziele umzusetzen, die man im Wahlkampf thematisiert hat. Und jetzt geht es darum, sozusagen die Voraussetzungen zu schaffen, auch das Vertrauen zu schaffen, in den nächsten Jahren das Ganze auch zum Erfolg zu bringen und anzupacken. Sie haben ja im Wahlkampf, Sie haben es gerade angesprochen, ich glaube 8 Punkte aufgelistet, die Sie angehen möchten, so sukzessiv vermutlich, unter dem Stichwort Böblingen kann mehr. Das war so Ihr Wahlkampfmotto. Kann denn Böblingen schon mehr unter dem neuen OB? Wie würden Sie es einschätzen? Also ich würde jetzt mal das so formulieren, als ich im April ins Rathaus gekommen bin, war natürlich auch erstmal so die Bereitschaft da, was kommt jetzt, Bereitschaft für Veränderung. Wobei Veränderung bedeutet auch immer, bereit zu sein, das Alte zu verlassen. Und es ist jetzt wichtig, da die Wege dann zu bereiten. Und ich würde sagen, es ist sehr viel Kraft auch jetzt freigesetzt worden, auch erstmal im Rathaus und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, motiviert und mit Engagement einfach dabei zu sein. Und ich versuche da jetzt meinen Teil dazu beizutragen und auch jetzt erstmal im Haus die Leute von den Zielen zu überzeugen. Die 8 Punkte sind natürlich eine Zusammenfassung noch aus dem Wahlprogramm. Aber tatsächlich ist für mich das Wahlprogramm auch immer meine Prämisse. Was habe ich der Bürgerschaft versprochen und wofür möchte ich mich einsetzen? Und ganz wichtig, nachher steht auch immer noch ein Gemeinderat da, mit dem die Ziele nochmal nachjustiert werden müssen eventuell. Oder sagt die Bürgerschaft, wir müssen das auch nochmal reflektieren und nochmal durchdiskutieren. Und den Raum will ich natürlich auch anbieten, deswegen auch moderne und echte Bürgerbeteiligung. Ein Thema, vielleicht auch mehrere, aber eines vorneweg haben Sie zur Chefsache gemacht. Vermutlich entwickelt sich es auch dadurch deutlich weiter, kann man sagen, der Fernwärmestreit. Weiß ich nicht, ob der Begriff richtig ist, vielleicht schon, aber Sie sind ja auf dem Weg, den Sie uns gleich erzählen wollen. Es geht darum, dass die Stadtwerke mit ihren Kunden, was die Abnahme der Fernwärme angeht, im Streit steht. Das hat man über ein paar Jahre jetzt auch nicht aus der Welt bekommen. Sie, wie gesagt, haben das zur Chefsache gemacht. Was ist denn da schon alles geschehen und was steht in nächster Zeit an? Also es haben gleich von Anfang an viele Gespräche stattgefunden mit den unterschiedlichen Interessensvertretern, also sowohl mit den Stadtwerken, wo wir natürlich auch als Stadt eine Verantwortung auch haben. Sie sind selber gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender. Genau, und früher war ich auch halt noch als Mitglied des Gemeinderats im Aufsichtsrat als Entsandter. Und natürlich haben wir auch eine Verantwortung, dass die Bürgerschaft ernst genommen wird. Also wenn diese Fernwärmepreise diese Erhöhung erfahren haben und damit ist man nicht einverstanden, dass man das nicht einfach so liegen lässt, weiter so oder das wird man schon irgendwie hinkriegen. Und das hat sich jetzt so verfestigt und in meinen Augen und so ist auch, nachdem wir jetzt schon diesen Startschuss auch durch den Gemeinderat bekommen haben, in die Mediation einzutreten, das ist jetzt noch nicht der Garant für den Erfolg. Der Erfolg kommt erst dadurch zustande, dass alle Konfliktparteien, das sind dann die Interessensgemeinschaft Fernwärme, die Stadtwerke Böblingen und natürlich auch die Stadt Böblingen, wenn wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen, wie kommen wir daraus, wie kommen wir sozusagen aus dem Schlamassel wieder heraus und können den Streit beilegen. Die Positionen müssen auch erst noch mal final geklärt werden. Es geht ja nicht nur um die Preise, sondern es geht auch um Transparenz. Also es sind ja nochmal sehr schwammige Begriffe und da muss eigentlich Klarheit herbeigeführt werden, wie viel Transparenz, wie viel Erhöhung und auch was für Ziele wollen wir als Stadtverwaltung mit unseren Stadtwerken weiterhin verfolgen. Da sollten wir die Mediation auch durchaus nutzen, um den entsprechenden Impuls zu bekommen. Okay, also Mediation statt Schlichtung, das war ja, glaube ich, das andere Thema. Richtig. Ist mittlerweile durch und durch den Gemeinderat bestätigt und geht
vermutlich dieser Tage los oder sind Sie da schon dran? Also wir haben tatsächlich gleich nach Beschluss im Gemeinderat, haben wir am nächsten Tag sofort diese Agentur beauftragt, die uns bei der Durchführung der Mediation unterstützt. Ganz wichtig bei der Mediation ist auch eine neutrale Position oder eine neutrale Person mit im Spiel. Und jetzt werden erstmal die Gespräche stattfinden zwischen dem Mediator und den einzelnen Parteien, damit er sich ein Bild machen kann. Und dann wird es zum ersten großen Zusammentreffen kommen. Und die Art und Weise, wie wir auch das jetzt in der Öffentlichkeit behandeln, das Thema, das werden dann auch die Konfliktparteien untereinander ausmachen. Ja, weil wir können natürlich, es gibt eine große Bandbreite für Öffentlichkeitsbeteiligung in diesem Prozess. Ich denke, wir müssen da das richtige Maß finden und dafür müssen alle Beteiligten ihr Go geben. Okay. Eine andere Baustelle in Böblingen ist im wahrsten Sinne des Wortes die Baustellensituation. Man hat die letzten Wochen und Monate da viel erlebt oder vielleicht auch mitmachen müssen auf der Fahrt durch Böblingen. Eine markante Konstellation ist ja die Herrenberger Straße, wo gerade der Umbau läuft, um dann die Schönbuchbahn, die neue Schönbuchbahn zu unterführen. Wie weit ist man denn da und können Sie da unter Umständen noch vielleicht sogar so ein kleines Weihnachtsgeschenk der Bürgerschaft unterbreiten damit? Also Weihnachtsgeschenk ist tatsächlich ein richtiges Stichwort. Uns wurde angekündigt, dass wir noch vor Weihnachten auch die Herrenberger Straße wieder aufmachen können für den Autoverkehr. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Und die Baustellensituation in Böblingen war natürlich eine ganz besondere in diesem Jahr. Es waren sehr viele Baustellenaktivitäten zu spüren. Ich muss natürlich sagen, Baustellen sind auch immer ein Zeichen von, da bewegt sich was, da ist Dynamik in dieser Stadt auch da. Und wir sind jetzt in der Stadt auch dran, unser Baustellenmanagement auszubauen, damit wir gerade diese unterschiedlichen Baustellen auch da, wo wir es eben auch können, besser koordinieren, weil es sind bei Baustellen so viele Akteure oftmals im Spiel, dass sie nicht unmittelbar beeinflussen können. Aber da setzen wir sehr, sehr viel dran, dass wir es dann in den nächsten Jahren auch besser hinbekommen. Vielen Dank. Und was es noch in Böblingen zu tun gibt in nächster Zeit, das erfahren wir, liebe Zuschauer, von Herrn Wels nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen hier aus der Motorworld und willkommen zurück auch ins Gespräch mit Dr. Stefan Belz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Wir hatten gerade über das mögliche Weihnachtsgeschenk an die Bürgerschaft gesprochen. Ich will nicht sagen, dass das unbedingt die ältere Generation betrifft, aber jetzt will ich fragen, was gibt es für die jüngere Generation denn an möglichen Dingen und Geschenken? Also ich beziehe mich auf die Schule- und Kita-Neubauten bzw. Erweiterungen bzw. Renovierungen. Was tut sich denn da aus Ihrer Sicht? Also da haben wir am Anfang auch gleich in der ersten Gemeinderatssitzung im Mai einen Startschuss getroffen und mit diesem Startschuss auch die Einrichtung einer Programmgruppe, einer Projektgruppe beschlossen. Das heißt, die Schulhaussanierung wird jetzt in Angriff genommen. Okay. Jedes Schulgebäude wird jetzt einzeln in Augenschein genommen. Gibt es da Prioritäten, wenn ich fragen darf? Haben Sie da vielleicht eine Schule schon im Fokus, die Sie als erstes da angehen werden oder wie sieht das aus? Nein, soweit sind wir jetzt im Moment noch nicht, sondern wir machen jetzt eine Bestandsanalyse und schauen uns jedes einzelne Schulgebäude an, wie fit das Gebäude noch ist oder welcher Sanierungsbedarf auch dahinter steht. Und dann müssen wir auch zusammen in einer separaten eingerichteten Arbeitsgruppe über die Prioritäten nochmal sprechen. Weil es muss natürlich auch kommuniziert sein, welche Schule in welcher Schulen in welcher Reihenfolge drankommen. Da sollten wir nicht willkürlich vorgehen, sondern auch dann schon das klar ausdiskutieren und die Argumente dafür haben. Okay. Und da haben wir im Mai jetzt den Startschuss gegeben und da freue ich mich auch sehr darauf, weil auch das hat wieder Kräfte im Rathaus freigesetzt und wir werden jetzt auch in dem Bereich nochmal letztlich unsere Ressourcen bündeln, weil es wird ein Projekt sein, ein Programm sein, das uns viele Jahre beschäftigen wird und da haben wir jetzt. Das hatte ich gerade vermutet, dass es nicht vor Weihnachten und auch nicht kurz danach fertig sein wird, sondern Sie länger beschäftigt. Ein Thema, das Sie vermutlich auch sehr, sehr direkt umsetzen und angehen können, ist die Förderung, / Wertschätzung der Ehrenamtsträger oder des Ehrenamts in Böblingen. Was tun Sie denn da?
Also das Ehrenamt an sich ist ein unheimliches Geschenk für unsere Stadt. Und wir haben sehr viele Menschen in Böblingen, die sich ehrenamtlich einsetzen. Und gerade jetzt in der Anfangszeit war es auch wichtig, die Menschen zu besuchen. Ich nutze dann in der Regel gerne auch Jubiläen oder Hauptversammlungen, um mich vorzustellen. Sei es jetzt beispielsweise SVB-Abteilung Hockey, 50 Jahre, 50 Jahre Reit- und Fahrverein und so weiter. Und da kriegt man dann sehr schnell mit, was brauchen die Menschen? Sind die Menschen zufrieden oder brauchen sie eine Unterstützung oder welche Art der Unterstützung? Und das nehme ich jetzt auch alles mit. Und wir diskutieren das dann auch, weil wir wollen natürlich keine Klientelpolitik machen, sondern wir müssen gucken, dass auch jeder etwas von dem Kuchen abbekommen kann. Insgesamt stelle ich fest, nach dem halben Jahr, wir sind sehr gut aufgestellt in Böblingen und deswegen überall, wo man natürlich nochmal nachjustieren kann, sehr, sehr gern. Die Leute müssen weiterhin das Gefühl haben, dass die Stadt ein großes Interesse hat, das ehrenamtliche Engagement auch zu halten. Und dafür möchte ich mich auch als Oberbürgermeister der Stadt Böblingen einsetzen. Toll, dass Sie das tun und sicherlich auch ein wichtiger Aspekt in Ihrer ursprünglichen Planung, in Ihrem 8-Punkte-Plan ganz hoch gehängt. Wir sind schon wieder durch die Zeit im Interview. Herr Belz, herzlichen Dank für Ihre Antworten, herzlichen Dank für Ihre Informationen. Alles Gute weiterhin. Ihnen, liebe Zuschauer, auch danke fürs Reinschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder im nächsten Stadtgespräch mit dabei sind. Schönen Abend.